Wir schauen uns heute Gameplay-Szenen, die jeweils eine Minute gehen, von Fortnite Season 1 bis Kapitel 3 Season 2, in dem wir heute sind. Und glaubt mir, Leute, so habt ihr Fortnite noch nie gesehen. Einige Items, die wir noch nie gesehen haben, Inventar-Items, die ganz komisch aussahen und. Es ist sehr, sehr nice. Benutzt gerne meinen Creator-Code-Server und schaffen wir heute 3111 Likes. Denn dann wird die nächste Season noch krasser als diese Season. Ich hoffe es zumindest. Und wir gehen right into the video. Gut, wir haben jetzt hier Season 1, Leute. OG Skull Trooper, OG Skull Trooper und den Ghoul Trooper. Alter, guck mal. Damals, wie das alles aussah. Und die Tech Shotgun, wie sie leibt und lebt, Alter. Ey, guck mal, damals war das so türkis. Guck mal, das war so grün. Türkis-grün. Das war dann Season 2, wenn ich mich nicht täusche, ja. Das war das erste Mal mit Battle Pass. Alter, mit dem schwarzen Ritter. Das war der erste Battle Pass auch. Und unten rechts sieht man auch, das Schild-Item sieht ganz anders aus als heute. Auch sehr krass, ey. Mann, 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 ich krieg wirklich Gänsehaut, wenn ich das nochmal so anschaue. Season 3. Season 3 ist mir irgendwie fast am meisten in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht warum. Mit diesen Weltraum-Skins und John Wick. Oh, lecker mit der... mit der Schalli-Pistel. Mhm. Das war's, Leute. Und dieser Backbling vom Raptor-Skin. Ja, Mann, Alter. Der ist so schön, ey. Fortnite Season 4. Die Season war ja mit Thanos, genau. Und ich habe Thanos gehasst irgendwie. Weil ich war in dem Modus übel schlecht. Also wirklich abgrundtief schlecht. Das war auch der erste... Marvel-Modus, den wir dann hatten. Ich hab den so gehasst, ne? Ich hab auch gar nicht mehr den Skin, glaube ich, gekauft von Thanos, wenn ich mich nicht täusche. Ich hab den gar nicht gefeiert. Das ist dann Season 5 mit dem Drift-Skin und den Golfkarts damals. Mhm. Ja. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Das war damals ein LTM. Oi, 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 oi. Kam damals der Grappler auch raus? Könnte gut aus sein. Ich glaube, der Grappler kam früher ein bisschen. Das ist so schön, Alter. Das müsste jetzt Season 6 sein, ja. Damals mit Loot Lake, wo der Zero Point explodiert ist. Hier ist ja der Zero Point explodiert. Dann sind wir ja in diese Realität gekommen. Jetzt kommt ja dieser Schmetterling. Also es war, glaube ich, damals, wo jetzt dieser Schmetterling dann kam. Das müsste jetzt Season 7. Das ist mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Genauer Weihnachtsseason war das. Das war unsere erste Weihnachtsseason mit unseren Winterfest-Items und Geschenken. Die P9 sehe ich und einer meiner Lieblings-Shotguns unten rechts. Damals noch der Turret. Ich weiß ja nicht, wer damals Turret gespielt hat. Aber es gab so einige, die dann doch den Turret benutzt haben. Alles weiß, ey. Das ist schon wild. Season 8. Die Piraten-Season, ne? Ja. Und damals mit dem Vulkan-Event. Wo, glaube ich, Tilted zerstört worden ist. Wenn ich mich irre, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich kann mich auch... aber ich glaube, das war das. Ja, ja. Das sind ja die Vulkangesteine dann auf Tilted gelandet, oder? Ja, ja, das war das. Das war dann Season 9. Oh, natürlich. Mit den Slipstreams hier. Da war dann Tilted Towers so neuer. Und einige andere Städte. Junge, 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 stimmt ja. Mal gucken, ab welcher Season Fortnite so das gleiche Design wie heute hat, mit der Lebensanzeige und so. Also damals war noch alles so gleich, die Lebensanzeige war in der Mitte. Ich bin gespannt, wann das kommt, wann es links ist. So, Season X auf jeden Fall, ne? Ja, Season X. Das Raketen-Event. Das war auch krass, ne?
Dann wurden wir eingesogen. Und dann war damals das schwarze Loch. Fortnite war für 2,5 Tage down. Und dann kam Kapitel 2. Riesenhype. Und da hat man dann gesehen, dass Fortnite ab Kapitel 2 war das. Ab Kapitel 2 war dann Fortnite etwas anders, auch von dem Design her. Sieht jetzt eigentlich aus wie heute dann. Also da hat sich viel geändert eigentlich, wie man hier jetzt sieht. Oh, natürlich, Alter, die Mida-Season, Kapitel 2, Season 2, wo wir damals mit den Bossen kämpfen konnten, wo es die Agency gab von Midas. Sloopy Swamp. Brutus-Skin, den man in Gold dann auch noch anlocken konnte. Das war auch sehr cool damals. Also die Season war auch sehr nice, meiner Meinung nach. Die hat mir gut gefallen. Und jetzt kommt diese Season, Kapitel 2, Season 3. Das war so die Season, wo ja Aquaman ins Spiel reingekommen ist. Das war jetzt nicht die beste Season. Und ich meine, das war die Season, wo die Map dann überschwemmt worden ist vom Wasser, ne? Ja. Das war damals das gewesen. Also die Season ist mir jetzt auch nicht so gut in Erinnerung geblieben. Nexus War, das war einer meiner Lieblings-Seasons. Und das Event war eines der besten Events, meiner Meinung nach. Ich habe dieses Event geliebt, ne? Mit der Musik, mit dem Battle Bus, du konntest schießen, hammermäßig. Für mich noch Top 3 Event mindestens. Wenn nicht für mich Top 1, bin ich ehrlich mit euch. Das war für mich das krasseste Event irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Das war so geil, Alter. Season 5, Zero Point Season. Diese Season habe ich gar nicht gefühlt. Das war nämlich die Season, wo wir in der Wüste waren mit Mandalorian und so. Habe ich nicht so gefeiert. Auch die Map hat mir damals nicht gefallen mit dem Kolosseum und dem Sand. Das war einfach nicht meins. Mandalorian und so ist ja, habe ich auch nicht so gefeiert. Ach krass, guck mal, da ist das Zeichen von der I.O., Leute, ne? Fällt mir erst jetzt auf. Sehr interessant. Die Primal Season mit den alten Waffen. Ja, weiß nicht. Fand ich auch nicht so cool. Aber das Event war nice. Damals war das Event cool. Es war dann damals noch mit den Portalen, wo man auf der Map gefunden hatte. Mhm. Und dann kam die Invasion von Dr. Sloan und den Aliens. Diese Season war dann wiederhin ganz cool. Damals kam auch Rick and Morty rein. Mit so speziellen Waffen. Wir hatten damals das Kugler-Item, in dem man sich in eine Kugel verwandeln kann. Das war auch ganz nice. Die Season hat mir gefallen. Die war nice. Ja. Die war sehr cool. Bin mal gespannt, was jetzt danach kam. Ah, die Würfel-Season. Wir hatten dann genau damals das Event, wo wir dann unter Wasser erwischt worden sind von den Realitätsmonstern gleich. Und bei diesem Event hat sich dann die Map geflippt und wir haben die Würfelkönigin kaputt gemacht. Die Season fand ich eigentlich auch ganz okay. Die hat mir auch gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Und dann war ja die Map geswitcht. Und dann kam Kapitel 3. Kapitel 3 hat dermaßen reingehauen. Das war sehr, sehr krass. Das war ja dann auch, genau, Season 1. Kapitel 3 war Fortnite wieder back. Kapitel 2 war Fortnite ein bisschen down. Und als sie dann Spider-Man reingehauen haben, mit den Spider-Man-Web-Shooters, hat das Game wieder einen geisteskranken Hype bekommen. Und ich muss auch wirklich sagen, ich glaube Kapitel 3, Season 1 hat Fortnite wieder so on top gebracht. Und jetzt sind wir ja hier in Season 2, genau, mit Doctor Strange jetzt. Ist sehr interessant gewesen, mal auch alle Main-Skins so zu sehen.
wir haben jetzt mal so eine kleine Zeitreise gemacht. Jetzt haben wir wieder ein anderes Design wegen dem neuen Schild und so. War sehr, sehr interessant, Leute. Bin ich ehrlich. Hat mir übel Spaß gemacht, hier mal reinzuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, Leute. Und ja, ich glaube, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Das Video ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dann und ciao, ciao.